mysteriös. Ein wirklich mysteriöses, aber schönes Anfangssetting, sage ich jetzt mal dazu. Willkommen zu Let's Play. Ja, ihr hört richtig, dieses Mal ist es ein Let's Play. The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Es gibt eine andere Version von The Legend of Zelda Twilight Princess. Allerdings ist das die Originalversion. Also nee, die Originalversion ist eine andere Version. Allerdings ist das die HD-Version. In der HD-Version, das ist genau dieselbe, werden einige Spielveränderungen vorkommen. Ich habe die Originalversion nicht gespielt, es ist blind. Ich habe mir zwar schon anfangs ein Let's Play reingezogen, noch nicht komplett. Allerdings weiß ich größtenteils noch nicht, wie sich das spielen lässt und habe es auch noch nie selber gespielt. Deswegen, falls ihr einige Kritikpunkte an das Let's Play habt oder ob ich im nächsten Video was bessern soll, dann sagt mir das. Ich werde heute nur ein Part hochladen, damit ihr schon mal eine Einfügung habt. Gut, wie gesagt, dieses Spiel ist eine HD-Version und soll bessere Grafikeinstellungen haben. Allerdings hat es auch einige Änderungen und es ist einfach ein richtig schönes Spiel. Es wurde schon gesagt, dass es irgendwie mit The Legend of Zelda Majora's Mask zusammengehört. Aber das ist egal. Wir konzentrieren uns auf dieses Spiel. Ich hoffe, es wird 100%. Es soll 100% werden. Wenn ich nichts weiß, dann google ich natürlich und werde es im nächsten Part einfügen. Das ist ein Blind Let's Play und wirklich ein Let's Play. Ich werde nur spielen, wenn ich aufnehme. Oder ich schneide meinen Weg und wir werden uns an einer anderen Stelle im Part sehen. Das ist was anderes. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich. Und fangen wir an. Wir spielen mit dem Wii U Gamepad. Weil ich bin zu arm für einen Wii U Pro Controller. Nein, eigentlich nicht. Wir haben nur leere Dateien, also von daher, die Anleitung brauchen wir nicht lesen. Hoffe ich jetzt einfach mal. Wir fangen mit Datei 1 an. Wie wollen wir heißen? Ich kann mich hier leider nicht Colin nennen, denn ich habe in Let's Play gesehen, dass eine andere Person ebenfalls Colin heißt. Und ich heiße ja eben auch Colin und das kommt vielleicht ein bisschen komisch rüber, wenn ich ebenso heiße. Deswegen werde ich mal schauen, wie wir das machen. Ich muss gerade schauen. Ah, mit B kann man das. Okay. Muss ich erst dran gewinnen. Deswegen weiß ich noch nicht genau, wie wir uns nennen. Das ist schon der erste Kritikpunkt. Oh mein Gott! Ich weiß nicht, wie ich mich nenne. Das ist so schlimm, wie der schlimmste Boss, den es gibt. Nein. Ich würde sagen, ich bin auf den falschen Knopf gekommen. Wie nennen wir uns? Wollen wir uns Colin nennen? Oder wie lange kann man denn schreiben? Ach komm, wir nennen uns einfach Colin. Oder? Warte, wir nennen uns Colli. Das ist mein Spitzname. Ich nenne viele Colli. Warte mal. Ich werde es mal klein hier. Ich kann meinen Namen nicht schreiben. Nee, ich bin einfach nur angespannt. Ja, das ein so schönes Spiel ist, weil ich das schon jetzt vielleicht schon gesehen habe und ich freue mich einfach so drauf. Ich hoffe, ihr euch auch. Für das erste richtige Let's Play. So, ich nenne mich jetzt einfach Colli. Namenseingabe Pferd. Wie soll unser Pferd heißen? Komm, wir lassen es Epona. Das ist ein schöner Name. Oder komm, wir nennen es Eponali. Ja, genau, nein. Okay, lass uns einfach. Du startest das Spiel im normalen Modus. Du nimmst doppelten Schaden und es erscheinen keine Herzen für fortgeschrittene Spieler. Nein, ich weiß, dass der Heldenmodus ein ziemlich krasser Modus ist. Und ich nehme erstmal den normalen Modus, da wir das ja noch nicht gespielt haben. Also von daher bin ich ja nicht geisteskrank und gehe sofort in den Heldenmodus. Sparten wir endlich das Let's Play und spannen sich weiter auf die Folter. Ich muss sogar auf den Fernsehen gerade gucken. Aber dann habe ich die gleiche Sicht wie ihr. Am Abend werde ich immer ein wenig sentimental, du nicht? Man sagt, um diese Stunde treffen das Diesseits und die andere Welt aufeinander. Und um diese Zeit kommen die Geister zu Besuch, die sich noch nicht von dieser Welt lösen können. Deshalb macht mich das Abendrot so sentimental. Und manchmal auch ein wenig traurig.
Ach, übrigens, Colli. Übermorgen soll ich im Auftrag des Bürgermeisters nach Hyrule reisen, um im königlichen Hofe etwas abzuliefern. Also echt, ich habe es jetzt noch in keinem anderen Zelda einen so hübschen Link gesehen. Also echt, das ist echt ein guter Vorteil. Also wirklich, ich muss sagen, die HD-Version hat schon einige Vorteile. Aber es wäre mir lieber, wenn du an meiner Stelle reisen könntest. Würdest du das für mich tun? Du warst doch noch nie in Hyrule, oder? Nein, waren wir noch nicht. Das Schloss von Hyrule ist riesig. Es ist umgeben von einer Stadt viel größer als unser Dorf. Und die Welt, die unsere Göttinnen erschaffen haben, ist noch so viel größer als das. Du solltest sie dir unbedingt mit eigenen Augen ansehen. Aber es wird spät. Wir sollten langsam ins Dorf zurückkehren. Und wegen deiner Reise, ich werde alles mit dem Bürgermeister besprechen. Wir dürfen mal wieder nicht reden. Das ist hier immer so. Es werden immer so 20 bis 22 Minuten Parts rauskommen. Ich verstelle auch absichtlich die Stimme, gell, für die Charaktere, um ein bisschen Leben hier in die Bude zu bringen. Ich gebe mein Bestes. Ach, das sieht schon schön aus, Mann. Aber wie Link angezogen ist. Das sieht man, dass er noch gar kein richtiger Held ist. Guck mal, sie unterhalten sich. Ach, Epona sieht sehr schön aus. Das ist also unser Haus, oder? Ich glaube schon. Ja. So, und diese Person, ich spoilere es noch nicht. Ihr werdet es schon sehen. Wer ist das? Eine weibliche Person. Aber sie nimmt unser Pferd mit. Was macht der? Hey, Colli, bist du da? Du musst mir helfen, die Ziegen zusammenzutreiben. In letzter Zeit wollen sie einfach nicht auf mich hören. Aber wo ist Epona? Mein kleiner Bruder ist wieder hier. Du kannst jetzt bitte rausgehen. Wartet, ihr wisst, dass ich schon einige negative Punkte mit ihm hatte. Wenn du lieb bist, darfst du hier bleiben, okay? Und ruhig. Sorry, ich weiß einfach nicht, warum er ständig hier ist. Aber ist auch egal. Wir wollen dieses schöne Spiel jetzt durch ihn nicht versauen lassen. Wenn er einfach nur mitguckt. Gut. Wir dürfen uns also endlich frei bewegen. Es fühlt sich schön an. Auch wenn irgendwie die Steuerung ein bisschen asynchron geht. Denn wenn ich mich bewegen will, dann, naja, geht es erst eine halbe Sekunde später. Aber das ist nicht so schlimm. Collies Haus. Lass uns mal reinschauen. So. Und da geht's bestimmt in den Keller. Und was ist hier oben? Echt eine schöne Wohnung, muss ich sagen.
Lass uns mal in den Keller gehen. Ich muss mich erstmal umschauen und erstmal mit der Steuerung eins werden. Oh, was geht denn hier ab? Wir dürfen hier noch nicht mal lang. Also, das Spiel soll auch ein sehr düsteres Spiel sein, aber so wie es aussieht, habe ich auch mitbekommen, dass es in der Originalversion, das habe ich mal gehört, viel dunkler ist als hier. Und hier ist es schön farbenfroh. Ich weiß nicht, ob das gut hier reinpasst. Ich muss doch, kann das nicht überhaupt schon abholen? Das wäre. Nein, er kann es doch nicht, so wie es aussieht. In der Originalversion soll es etwas dunkler sein. Na gut, dann lass uns erstmal weitermachen. Ich kenne das Spiel noch nicht, deswegen werde ich erstmal erfinderisch sein, oder eher gesagt sucherisch. Hier ist das Mädchen mit unserem Pferd lang gegangen. Oder war es hier? Nee, das war schon da. Aber was willst du eigentlich von uns? Oder von mir? Also gut, hol Epona und dann und komm dann wieder hierher. Jetzt dürfen wir rollen. Also Epona! Ja, das Mädchen ist hier lang gegangen. In einem Wald. Die verlorenen Wälder? Ja, das glaube ich nicht. Oh, da hat Link was genommen. Ah ja! Ja, wieder ein bisschen Geld. Das ist schön. Wieder schön, dass es überlebt hat. Ja gut, lass uns nicht so viel vertreiben. Wir müssen unser Pferd retten schließlich. Wie er in den Sand seine Füße sind. So reingehen. Das ist ein schönes Detail. Hübsches Mädchen eigentlich. Ah, Conny. Schau, ich habe Epona für dich fein gemacht. Wie er immer lacht. Epona ist so ein schönes Pferd und schöne Pferde brauchen gute Pflege. Übrigens, Conny, ich habe da eine Bitte an dich. Kannst du nicht auf einem Grashalm die Melodie spielen, die Epona so gerne mag? Auf einem Grashalm, sagst du? Auf den Dingern dort? Ja, pflücken. Das scheint ein Easter Egg zu sein, oder keine Ahnung, Easter Egg aus einem anderen Zelda, nämlich Zelda Ocarina of Time. Mit dieser Melodie kommt Epona sofort zu dir, wenn du sie schon hast und wie ihr gesehen habt. Es ist so. So eine schöne Melodie. Epona scheint sie auch zu mögen. Also gut, Epona ist jetzt sauber. Geht heim, ihr beiden, aber macht mir keinen Unsinn, verstanden, Conny? Okay, ich verstehe langsam, ist der Name nervig, aber ich hoffe, dass er nicht so oft ausgesprochen wird. So. Jetzt reiten wir endlich. Aber ich bin noch nicht... Was ist das denn da? Davon habe ich schon gehört. Also ich bin noch nicht so gut in dem Reiten, weil ich es nicht gewöhnt bin. Also wenn ich jetzt rumfehle wie so ein großer Typ, dann nimm's ja bitte nicht übel. Oder was ist der falsche Weg? Aber ich glaube, das ist der falsche Weg. Aber ich kann mich hier nicht orientieren. Dann lass uns an der Karte mal was schauen. Doch, es geht hier wieder raus, glaube ich. Los. Nee, wir sind hier falsch, aber vielleicht haben wir hier noch. Nee, wir sind doch nicht falsch, ich bin so dumm. Gut, wir haben jetzt Epona. Wohin jetzt? Hier lang? Sieht so aus. Weil dieser eine Typ hat uns ja gesucht. Das scheint dann wohl Orden zu sein. Die Stadt, wo Link. Ja, er gesagt wohnt. Da ist wieder dieser Junge. Cooler Vater. Ah, Conny, du solltest sicher gerade zur Weide, um die Tiere zusammenzutreiben, oder? Ich habe auch gerade den Laden zugemacht.
In letzter Zeit kommen die Affen bis ins Dorf und bringen hier alles durcheinander. Das macht mir irgendwie Sorgen. Wenn die Waren gestohlen würden, wäre das eine Katastrophe. Deshalb passe ich auch immer auf, dass alle Türen abends abgeschlossen sind. Auf meinen Mann kann ich mich bei so etwas mir leider nicht verlassen. Ach was, Mutter, Papa, so ein Äffchen kannst du doch bestimmt auffangen. Stimmt's? Ja, klar. Ich bin ja nicht dumm. Aber entschuldige, jetzt habe ich dich aufgehalten. Los, geh schon, du hast schließlich etwas zu tun. Ein Affe also, hä? Naja, die Tür. Du kommst gerade richtig, Colli. Ich hatte eben ganz vergessen, dir zu sagen, dass mein Sohn Colin eine Angel für dich bastelt, damit ihr zusammen spielen könnt. Sie wird sicher heute Abend noch fertig, also hol sie dir am besten morgen bei uns ab. Und genau das meine ich. Dieser Junge dort heißt Colin. Ah, Colli. Ich mache gerade eine ganz tolle Angel für dich. Ich muss sie nur noch anmalen, dann ist sie fertig. Du kannst dich ja schon mal darauf freuen. Dankeschön. Ich finde es aber echt cool gemacht, wie Epona einfach mal wie Elix sie anhebt, um sie dann umzudrehen. Das ist bei anderen Zeldas nicht so. Man darf hier keinen Sprint einlegen, das ist ja doof. Ah, will diese Strohhalme, um Epona sofort zu holen. Und die Ziegen sollen wir wohl einfangen. Die Weide. Tut mir leid, Colli. Du musstest dich wohl ziemlich beeilen. In letzter Zeit sind die Tiere so unruhig. Sie wollen einfach nicht mehr tun, was man ihnen sagt. Aber wenn Epona dir hilft, kannst du sie sicher schnell zusammentreiben. Also gut, es ist schon spät. Bist du bereit? Ja. Was müssen wir machen? Wunderbar, treib die Ziegen ganz einfach alle in den Stall. Okay, ach, da ist der Stall. Ah, mit A kann man sie schneller antreiben. Aber die sind wirklich schwer einzufangen, vor allem wenn man das Spiel zum ersten Mal in der Steuerung mit einem Gamepad spielt. Komm jetzt her. Komm. Komm. Ah, ich muss sie von da hinten erstmal holen. Also ich sehe schon, das ist ziemlich schwierig. Ich muss erstmal die drei hier holen. Lass sie erstmal rennen. Ah, die versucht zu entkommen. Ah, mit A kann man sich schneller in den Stall reinlocken. Das muss ich nutzen. Oh, da hinten muss ich jetzt lang. Wie er einfach zur Seite rennt. Komm. Ach, da rennen die schneller, okay? Und gehen schneller in den Stall.